Ich lade dich herzlich ein zu diesem Erleben von Meditation. Die Zeit gehört nun ganz dir. Du darfst dich ausruhen. Darfst bewusst atmen und dich jetzt selber spüren. Diesen Moment tiefen Friedens fühlen, ganz mit dir selbst. Lass dich ein, höre ganz auf meine Stimme. Mehr braucht es in diesem Augenblick nicht. Nur meine Stimme, deinen Atem, dein Sein im Hier und Jetzt. Ich lade dich ein. Komm zur Ruhe. Dein Atem kommt und geht. Du spürst, wie er durch deine Nase oder deinen leicht geöffneten Mund in deine Lunge, in deinen Bauch strömt. Die Bauchdecke hebt sich beim Einatmen und senkt sich beim Ausatmen. Von ganz allein. Du brauchst nichts dafür zu tun. Er fließt von ganz allein in seinem ganz individuellen Rhythmus. Und genau dem Tempo, das jetzt für dich richtig ist. Atme bitte ein paar Mal tief ein und aus. Lass den Atem tief in deinen Bauch strömen. Spüre, wie der Luftstrom kommt und geht. Ganz kontinuierlich. Lass dich ganz ein. Dein Atem sorgt für dich und durchflutet dein ganzes Sein, dich als Mensch mit Sauerstoff. Von deinem ersten Atemzug an bist du versorgt mit allem, was du brauchst. Stelle dir einmal ein Baby vor, kurz nach seiner Geburt. Es nimmt seinen ersten tiefen Atemzug und der Atem fließt ab diesem Moment von ganz allein. Das Baby ist versorgt durch seinen Atem und spürt die Geborgenheit im Arm seiner Mutter. Voller Vertrauen, dass es nun alles empfängt, was es im Leben braucht. Sieh, wie das Baby ganz entspannt und zufrieden im Arm der Mutter ruht. Wie es nach ihrem sanften Herzschlag lauscht.
diesem vertrauten Geräusch, das es seit seinem eigenen ersten Herzschlag im Leib der Mutter so gut kennt. Das ihm so viel Vertrauen und Sicherheit schenkt. Das Baby, wie es lauscht und ruht und die bedingungslose Liebe seiner Mutter spürt. Es ist beschützt und vollkommen geliebt. Da ist dieses starke Gefühl, diese starke Verbundenheit mit seiner Mutter. Und das Baby weiß um diese große Liebe, die ihm zuteil wird, die schon immer da war und die es nun durch das ganze Leben begleiten wird. Das Urvertrauen, bedingungslos geliebt zu sein. Einfach so. Ohne, dass es irgendetwas dafür tun müsste oder könnte. Die Liebe ist da. Sie ist voller Kraft und voller Tiefe. Und schenkt dem Baby Geborgenheit und Schutz. Es darf einfach im Arm der Mutter ruhen, ihrem Herzschlag lauschen und sich bedingungslos geliebt fühlen. Nun stell dir vor, du bist dieses Baby. Im Arm der Mutter, von deren Herzen dir so viel Liebe zufließt. Die Liebe umhüllt dich wie ein weiches, anschmiegsames Tuch. Sie durchströmt deinen ganzen Körper. Und lässt dich innerlich erstrahlen. Das Strahlen dieser liebenden Mutter lässt dich schwingen. Du fühlst dich so sehr geliebt, getragen, beschützt und voller Kraft. Nichts kann dieses Gefühl tiefer und bedingungsloser Liebe erschüttern. Du bist umhüllt von Liebe und dem festen Vertrauen, dass du genauso gewollt und willkommen bist, wie du bist. Du weißt, dass diese unerschütterliche Liebe dich in deinem Leben begleiten wird. Dass du Menschen begegnen wirst, die dich in eben dieser Weise lieben. Und dass du jederzeit
auf dieses Gefühl bedingungsloser Liebe in deinem eigenen Herzen zurückgreifen kannst. Sieh, wie deine Mutter dich liebevoll anschaut, wie ihr sanfter Blick dich berührt, das Strahlen und die Dankbarkeit in ihren Augen für dich, ihrem so sehr geliebten Kind. Das Gefühl ihrer liebevollen Zuwendung erreicht dich direkt in deinem Herzen. Kannst du spüren, wie dein Herz ganz weit wird, ganz leicht und beschwingt? Wie die Liebe nun beginnt, auch aus dich heraus zu strahlen? Mit diesem Gefühl der Liebe in deinem Herzen kannst du dich zu jeder Zeit verbinden. Du brauchst dich nur daran zu erinnern. Sag dir bitte einmal die Worte: Ich bin geliebt. Ich spüre die Liebe in meinem Herzen. Ich bin geliebt. Ich spüre die Liebe in meinem Herzen. Wiederhole diesen Satz so oft und wann immer du möchtest und spüre dabei die Kraft der Liebe in deinem Herzen. Damit kannst du dich selbst mit Liebe fluten, aber auch deinen Mitmenschen Liebe schenken. In genau der gleichen Weise, wie auch deine Mutter dir ihre bedingungslose Liebe geschenkt hat. Verbinde dich dazu einfach mit der Liebe in deinem Herzen und dann lass sie strahlen und sende dieses liebevolle Strahlen einem Menschen. Das kann ein guter Freund sein, ein Partner, deine Mutter, dein Vater, deine Kinder oder Geschwister. Du kannst diese Liebe einem jeden Menschen schicken, egal wo er sich auf dieser Welt gerade befindet. Es kann auch eine Person aus der Vergangenheit sein oder ein Mensch, den du in Zukunft begegnen möchtest. Die Liebe kennt keine Grenzen. Sie ist unerschöpflich. Und erreicht jedem, dem du sie schenken möchtest, von Herz zu Herz.
Nun spüre noch einen Moment das tiefe Gefühl der Liebe in dir. Und dann richte deine Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Bewege deine Füße, deine Hände. Und nimm den Raum wahr, in dem du dich befindest. Es ist nun Zeit, wieder ganz anzukommen im Hier und Jetzt. Öffne deine Augen. Und wenn du magst, dann strecke dich. Ich wünsche dir alles Liebe. Deine Carmen.